Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 679. Folge von Dranks Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 1000 Bernstein unpoliert. Ist ganz in Ordnung. Können wir auf jeden Fall wieder 2 tauschen, weil wir hatten gestern noch über 1000 übrig. Dann haben wir hier noch den Spießenlauf, den können wir heute fertig machen. Vielleicht werden wir es schaffen. Und Stichler als neue Suche. Heute wollen wir aber auch noch gucken, ob wir Verfinsterer rankriegen, falls wir den jetzt noch nicht kriegen. Beziehungsweise, weil wir haben ja den noch nicht. Ich glaube, auf dem Account. Manchmal bin ich echt durcheinander. Aber nee, werden wir noch nicht. Einen Tag geht's noch. Und da ich morgen erst relativ spät nach Hause komme, wäre es halt morgen, würde es nicht mehr funktionieren. Weil es halt dann schon vorbei wäre, das Event. Deswegen müssen wir gleich mal schauen, dass wir das heute durchkriegen. Dass wir jetzt wirklich alles rankriegen, damit der Kollege da ist. Hier haben wir schon mal das Blutrückenei. Leider in der falschen Tasche. Dort brauchen wir es nicht. Wir brauchen es in der ersten. Weil hier gebe ich keine 375 Runen aus für so einen exklusiven Drachen. Wäre ein bisschen sinnlos. Also klar, könnte man auch machen, aber nee. Dafür haben wir einfach zu wenig dann. Ich meine, wir haben jetzt nicht allzu viele Runen. So. Der Kollege kann wieder neues Eisen sammeln gehen. Gestern war ich ja komplett durch irgendwie. Habe ich ja völlig verpatzt, dass er halt schon auf dem Level ist. Aber naja, gut. Heute passiert es mir nochmal. So. Dann müssen wir mal gucken. Erstmal kannst du auch noch wieder los. Und dann können wir hier drüben ohne jemanden wieder losschicken. Und zwar den Kollegen. Genau, hier hinten. Staubwähler ist noch nicht da. Könnte man jetzt beschleunigen, aber habe ich auch keine Lust eigentlich, weil das extrem teuer wäre. Das heißt, ihr könnt erstmal wieder los. Dann kriegt man, also werden wir nebenbei ein bisschen Fisch los. Nicht allzu viel, aber etwas. Und da können wir, ja, hier haben wir auch noch die ganzen Kollegen. Müssen alle noch gefüttert werden. Das ist auch gut. Da können wir das heute mal machen. So, dann können wir hier vorne vielleicht sogar schon alles einsammeln. Nee, nur das. Und dann halt den Fisch müssen wir erst nochmal extra ein bisschen einsammeln. So, so. Und dann ihr noch. Und damit ist das schon wieder erledigt hier. Hier nochmal gefüttert. Wunderbar. Dann kannst du erstmal ins Training. Den Kollegen können wir nicht mehr schicken. Genau, wunderbar, weil es schon voll ist. Sehr schön. Dann, wen haben wir denn noch zum Füttern? Der hier braucht auch gerade nichts. Okay. Du willst erstmal wieder los. Dann machst du das. Dann haben wir hier nochmal jemanden zu füttern. Wunderbar, nächstes Level. Der Kollege kann ins Training, aber nee, Training ist ja voll. 8 Stunden, ja, da bist du besser. Dann, den kriegt man Level höher. Das leuchtet immer kurz auf, wenn man es komplettes Level schafft. So schafft man es, ne? Hier schafft man es, sieht man hier unten. Ist mir erst von der Weile aufgefallen. Ist aber eigentlich übelst geil. Infernia, nee, gut, machen wir hier nochmal ein bisschen. Einmal, Hauptsache zweimal, dreimal füttern. Dann können wir hier vorne nochmal alles einsammeln. So, dann können wir hier den Kollegen losschicken. Vielleicht, wenn er jetzt nicht Titan wird, dann könnten wir sogar, sehr schön, würde er nicht, dann können wir sogar nochmal füttern. So, kannst wieder los, weil dann schaffen wir das. Genau, und jetzt hat es wieder aufgeleuchtet. Seht ihr? So, funktioniert das. Ist echt nice eigentlich. So, wie sieht es dann im Training aus? Du bist erstmal für längere Zeit jetzt noch voll. Okay, dann haben wir hier noch die Frühlingsstatue und nochmal 300 Millionen leckeren Fisch obendrauf. Können wir hier auch noch füttern. Ey, da kriegt man die ganzen Leute mal wieder teilweise ein bisschen hoch, was auch ganz gut ist. Weil ich habe ja dann doch ganz paar Drachen, die ich in letzter Zeit nie wirklich gefüttert habe. Der Kollege kann auch einmal was fressen, sehr schön. So, dann sammeln wir einmal das hier ein, kriegen 2 Stück. Können wir gleich wieder losschicken, da kriegt der Kleine nochmal 2 Stücke obendrauf. Da behalten wir wieder ein bisschen Bernstein. Ich meine, klar, wir hätten jetzt zuerst mal alle Legendäre losschicken können, da hätten wir bestimmt 3 Stück traden können. Aber wir können ja auf entspannt machen, wir müssen uns da ja keinen Stress machen. So, hier kriegen wir ein kleines Gratispaket, das können wir gleich öffnen. Und hier haben wir auch nichts. Gut, genau, Leute, dann, es gibt doch noch was. Oder gab, ich glaube, irgendwie gestern zumindest. Auf dem anderen Account hatte ich es irgendwo. Das war dann ja auf dem Account hier, oder? Oder hatten wir es im Stream? Nee. Das war auf dem Main. Also man hat nämlich noch einen Drachen bekommen, wegen Geburtstag mäßig. Warte mal, wie hieß denn der? Juwelier, irgendwie so. Alle Drachen, genau den hier gab es jetzt noch. Den konnte man noch einsammeln, aber wieso gibt es den hier jetzt nicht? Ich meine, ich habe ihn ja auch noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber das gab's noch. Ich denke mal, das war das Geschenk für einen Geburtstag. Jetzt bin ich aber verwirrt, hä? Leute, wir kriegen eine volle Wikinger-Anzahl. Richtig, richtig nice. Erstmal können wir hier nochmal einsammeln. Gut, dann habe ich jetzt gerade keinen Plan. Aber gut, dann schicken wir erstmal alle wieder los. Machen wir gleich. Aber sehr gut. Haben wir das erstmal, dann können wir hier unten noch einen legendären haben wir hier noch. So, einmal einsammeln und los geht's. Wunderbar.
Genau, das hat man auch alles, hat man alles, hat man alles. Schicken wir unsere Reisedrachen los, dann können wir noch das Gratispaket öffnen und dann können wir mal schauen, wie es aussieht. Da bin ich ja mal gespannt. Weil wenn wir jetzt Glück haben, dann wäre es halt richtig nice. Dann könnten wir gleich ordentlich was zubekommen. Und könnten vielleicht sogar unser Eisenlager auch machen, falls es kein Eisen kostet. Wenn es Eisen kostet, wäre ein bisschen Mist, dann könnten wir es nie machen. Aber wenn es jetzt, gut, wenn es ein volles Lager Holz kostet, können wir es auch nie machen. Also prinzipiell haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, wir können es wahrscheinlich heute sowieso nicht hochmachen. Aber wir können erstmal gucken, was es kostet. Es wird wahrscheinlich sowieso Eisen kosten und dann verschiebt sich das sowieso nochmal ein paar Tage, weil dann müssen wir erstmal das ganze Eisen ranholen. Und es dauert halt auch wieder ein bisschen, aber kriegt man schon hin. So, da haben wir Sammlungen. Dann öffnen wir erstmal die Gratispakete. Let's go. Gehen wir mal hier rein. Dann können wir auch noch gucken, es gibt auch wieder einen neuen Odinsmarkt, was da für Drachen jetzt drin sind. Weil heute, wenn ich, also wo ich das gerade aufnehme, ist ja wieder Montag. So, hier erstmal nichts Besonderes. Öffnen wir das zweite Gratispaket auch noch. Let's go. So, dann nehmen wir es einmal mit. Und wir bekommen nicht genau unser Team. Okay. Sammeln wir das einmal alles ein und es gibt hier nochmal ein paar Runen. Okay. Gut, gehen wir aufs Kreuz. Dann können wir einmal hier reingehen, können hier einmal alles einsammeln. Kriegen auf jeden Fall die nächste Belohnung, was ganz nice ist. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. So. Und wunderbar. Nächste Belohnung. Vielleicht. Ja, wir könnten vielleicht sogar. Nee, schade. Leider kein Paket heute. Aber egal, nochmal 75 Runen drauf. Können wir gleich nutzen für ohne Zahn. Dann haben wir heute dieses schöne Gebäude hier auf dem nächsten Level. Und haben jetzt erstmal wieder die maximale Wikingeranzahl erreicht. Können bis zu 10.000 Eisen lagern. Und boom! Das ist, was war das gerade für ein Voice Crack? Ordentlich was dazugekommen. Eisen, legendärer Drache, den wir jetzt machen können. Und Valkers Haus. Gut, aber da müssen wir erstmal noch ein bisschen wegen den legendären Drachen. Ja, das wird sowieso noch ein bisschen. Das hier hinten baut auch noch. Okay. 700 Millionen Holz. Prinzipiell ist es möglich, das heute auch zu schaffen, wenn wir Glück haben. Oh, nee, wir brauchen gar kein Glück. Wir können einfach den hier beschleunigen. Wir wollen den ja eh beschleunigen. Und da kriegen wir ja schon genug raus. Siehst du, das sind ja nur 100 Millionen und die kriegen wir jetzt ohne. Genau. Damit können wir nämlich schon hierher gehen. Und wir können das Eisenlager auf das nächste Level machen. Dauert 4,5 Tage. Also etwas dauert schon. Aber dann kriegen wir das auf jeden Fall. Und dann ist richtig, richtig nice. Weil dann geht es endlich mal wieder ordentlich voran. Und wir können uns Drachen wieder ordentlich trainieren. Wir wollen es aber auf jeden Fall noch hier, wisst schon, kriegen. Den Kollegen. Deswegen wäre es ganz schön, wenn du jetzt kommst. Am besten bevor ich unter... Danke. Danke, danke, danke. Darauf habe ich gehofft. Ich wollte jetzt nicht unbedingt unter 2000 gehen. Wäre ich jetzt trotzdem, weil wir ja noch hier den Kollegen noch haben. Der kostet halt jetzt nochmal ein bisschen mehr. Aber wir haben es erstmal so geschafft. Haben wir jetzt auch noch, nicht Schnüffler, sondern Verfinsterer dazu bekommen. Auch richtig, richtig gut. Dann kriegen wir hier nochmal zwei wöchentliche Aufgaben fertig. Wunderbar. Reicht natürlich noch nicht genau für die nächste Belohnung, aber ist ja nicht so schlimm. So. Und sehr schön. Gehen wir einmal hier raus. Und dann gehen wir noch in den Spießenlauf hier rein. Den haben wir auch noch hier. Gehen wir in den letzten Kampf rein. Mal sehen, ob wir den heute schaffen. Gleich First Try wäre natürlich geil. Wir haben ja auch ein gutes Team drin dafür. Also könnte prinzipiell funktionieren. Aber schauen wir mal. So, wir gehen zu Alliance. Einmal auf den hier. Und gehen... Ja, wir gehen gleich noch auf die Taktik. Sonst dauert das vielleicht zu lange, dort drauf zu kommen. Beziehungsweise verlieren unsere Drachen halt schon gute Leben. Was man später noch gebrauchen könnte. Ich meine, klar, jetzt 4, 5, 10, 20 Leben ist jetzt nicht viel. Aber es ist trotzdem etwas. So. Und wir sind in der falschen Reihenfolge. Na gut, dann müssen wir das noch machen. Gut, dann kann ich jetzt nichts ausgeben. Dann muss ich das behalten. Ja, wenn es die Reihenfolge auseinander nimmt, ist nicht gut. Damit schaffen sie mich dann ohne. Ich brauche schon die richtige Reihenfolge. Ja, genau die. Die Reihenfolge ist gut, die wir jetzt haben. Die soll bitte da bleiben, weil genau die brauchen wir. Dann funktioniert das nämlich auch alles. So, und... einmal das. So. Den angreifen. Das hier. Dann wieder einmal einflippern. Und... holen wir uns den weg. Und dann noch den hier. Jetzt sind wir in der nächsten Welle. Hier können wir jetzt erstmal wieder normal angreifen. Genau, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Hätten wir jetzt die Fünfer schon in der vorherigen Runde eingesetzt vom
Schnitzel, aber nee, hätte nicht viel gebracht, das wäre sinnlos gewesen. So, bitte nicht drankommen. Danke. Dann können wir jetzt nochmal einschläfern. Und dann einmal den hier. Und weg ist er, wunderbar. Jetzt sind wir in der vierten Welle. Hier gehen wir erstmal auf den Kollegen. So. Und gehen wir nochmal auf die Einschläferungsattacke. Genau, dann müssen wir uns bald heilen. Ansonsten wird es schwierig. So. Und jetzt den hier angreifen. Dann einmal nochmal hier. Genau. Dann nochmal das hier. Und dann läuft das. Dann können wir das gleiche nochmal so machen. Wir kriegen diesmal sogar den weg, was ganz gut ist. Dann können wir nämlich nochmal hier den Boost geben. Können nochmal einschläfern. Und jetzt kriegen wir den nächsten weg, oder? Nee, ne ganz. Okay, jetzt aber. Und jetzt können wir noch den hier holen. Und da sind wir in der nächsten Welle. 5 von 6. Okay, los geht's. Die können wir auch noch holen. Also es wird auch noch kein Problem, denke ich mal. Ja, hier ist egal. Komm, erstmal auf den gehen. Da müssen wir noch nicht drauf achten, auf wen wir gehen. Oh, hätten wir vielleicht doch machen sollen. Na gut, dann müssen wir... Ah, Mann, ey. Das ist nicht gut. Schaffen wir nicht. Schaffen wir jetzt nicht mehr. Uns fehlen einfach schon wieder zu viele. Das ist nicht gut. Wir können jetzt noch den hier wegholen. Wir können ja mal gucken, ob sich vielleicht in der letzten Welle noch was ändert. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Das wird zu schwierig jetzt. Weil wir halt jetzt noch zwei Gegner haben. Und wir haben nur noch zwei Drachen. Ein Drache von uns ist absolut unterlevelt. Der andere ist jetzt auch schon zur Hälfte weg. Über die Hälfte schon. Das wird nichts werden, leider. Den kriegen wir ohne nicht weg. Ah, Mann, ey. Das ist wirklich nicht gut. Schade, können wir aufgeben. Das bringt's jetzt nicht mehr. Na gut, gehen wir nochmal rein, probieren wir es nochmal. Diesmal achte ich auch mal mehr auf unseren Schnüffler, damit der halt nicht gleich wieder drauf geht, weil das war gerade ein bisschen sehr, sehr lost. Aber egal, diesmal werden wir es schon irgendwie schaffen. Wir greifen erstmal wieder normal an und gehen dann so gut es geht erstmal auf die Einschüttungsattacke. Diesmal geben wir uns noch keine Aktionspunkte, wo es am Anfang hier, da gehen wir erstmal normal rein. Ja, es ist halt absoluter Mist, dass die auch so unterlevelt sind. Aber man kriegt die halt unten so leicht hoch, wenn man sie mal hochziehen will, hier mal schnell oder so. Es geht halt nicht. So, jetzt auf den. Damit kriegt man genug Aktionspunkte zusammen, wenn wir dann gleich in die nächste Welle gehen. Und dann können wir dort auf jeden Fall durchziehen. So, 5 Aktionspunkte, zweite Welle, wunderbar. Und da ist der 5. Jetzt gehen wir zuerst auf den. Und dann kommen wir wieder in unsere Taktik rein. Müssen das gleiche wieder durchziehen. Müssen diesmal aber mehr darauf achten, dass wir auf jeden Fall es auch schaffen, alle ordentlich konstant immer sinnvoll hoch zu heilen. So, einschläfern. Den Kollegen. Das hier einschläfern. Diesmal ist ja prinzipiell egal, wen wir holen. Einmal den und einmal den. Wunderbar. Welche Reihenfolge? Die. Okay, da können wir leider nichts einsetzen mit unserem Sturmschneid. Das wäre natürlich schön gewesen, aber nee, leider nicht. Wir müssen halt gucken, weil die machen auf dem Sturmschneid. Oh, auf dem Schnüffler machen die halt echt guten Schaden. Ich meine, klar, auf unseren Windknirscher auch, aber gerade Schnüffler ist da schon ein bisschen besser fahren, als ein bisschen mehr Schaden kriegt er. So, den haben wir weg. Dann hier das gleiche nochmal einsetzen. Hier dann nochmal den hier. Und dann ist er auch weg. Jetzt sind wir in der nächsten Welle 4 von 6. Jetzt wird es schon schwieriger, weil jetzt kriegen wir halt nochmal extra mal Schaden mehr oben drauf. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diesmal wirklich sinnvoll heilen. Wir nehmen auch Bären. Ich würde sagen, wir können in dieser Runde mindestens 3 ausgeben. Wäre in Ordnung. Und jetzt müssen wir nämlich schon aufpassen, weil der hier kriegt halt jetzt, wenn er jetzt in irgendeiner von den Gegnern mit einer ordentlichen Attacke drankommt, kriegt unser Kollege halt auch schon übelst viel Schaden. Und dann wäre halt blöd, wenn er misst. Aber gut, kriegt man auch irgendwie hin. Sieht ja erstmal soweit gar nicht so schlecht aus. Jetzt können wir auf den. Hoffen, dass der jetzt noch nicht drankommt. Genau, dann können wir nochmal die Einschüttungsattacke machen. Diesmal holen wir uns den hier weg. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Damit kriegen wir den nächsten weg. Da müssen wir wirklich gucken, weil jetzt sind wir in der nächsten. 5 von 6. Und jetzt müssen wir schauen, sogar wie die Attackenverteilung sein könnte. Beziehungsweise Aktionspunkteverteilung. Weil dann müssen wir auch schon mal hier den machen. Und da halten wir hier auch kleiner mal. Und da ist das auch egal. Da passt es, oder damit halten die das durch. Hoffe ich zumindest. Aber sieht gut aus. Hier nochmal das. Genau, dann einmal einschläfern. So. So. Einschläfern. Dann den Kollegen. Dann nochmal einschläfern. Und jetzt gehen wir auf den hier. Ja, machen wir nochmal und damit ist der nächste dann, es sind zwei schon mal weg. Ne, alle drei sogar, sehr gut. Sind wir in der letzten Welle.
wenn der jetzt auf den geht, genau, dann geht man hier nochmal eine Bäre. Damit ist das auch unsere dritte Bäre, wie ich gesagt hatte. Jetzt hoffen, dass die uns jetzt nie wegkriegen innerhalb in der Zeit, wo die drankommen. Aber nee, kriegen sie nicht. Das ist super, denn damit schaffen wir es. Jetzt holen wir uns die Kollegen, greifen einmal so an. Einmal einschläfern. Und jetzt einfach wieder simpel wie vorhin. Und dann kriegen wir die alle hoffentlich weg. Ich hoffe, es zieht jetzt keinen richtig vor, weil das wäre schlecht. Wenn es jetzt einen so weit vorzieht, gut, der hätte dann zwei Aktionspunkte. Das könnte trotzdem jetzt nicht so viel machen, dann der Gegner. Aber wäre trotzdem schön, wenn wir die alle ganz entspannt wegkriegen, ohne dass er nochmal drankommt. Der hier wird jetzt aber gleich aufwachen. Und wenn wir Pech haben, können wir aber einfach so hier machen. Dann können wir den hier noch holen. Einmal kommt er dran, gut, aber da kann die alle Teile immer holen. Und weg ist er. Wir haben gewonnen und kriegen jetzt ein seltenes Paket. Wunderbar, sehr, sehr schön. So, dann drehen wir am Glücksrad und wir bekommen einmal Fisch. Okay. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Und hier gibt es einmal Holz obendrauf. Wunderbar, sehr schön. Und einmal das seltene Paket. Let's go. So. Und okay. Einmal hier rein. Einmal ein Stück runter. Achso, ja, wollen wir jetzt nie öffnen. Wollen wir ja jetzt noch nicht öffnen. Und dann können wir einmal hier füttern. 1, 2, 3. Dann kannst du los. Dann können wir hier füttern einmal. Und dann noch ein weiteres Mal. Dann kannst du wieder los. Dann können wir hier nochmal alles einsammeln. Und dann würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.